Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Darkest Dungeon. In der letzten Folge hat es ein paar unserer Leute stresstechnisch ein bisschen böse erwischt. Ich habe schon befürchtet, ein oder zwei meiner Leute könnten eventuell dabei draufgehen. Dem war zum Glück nicht so, aber wir sollten uns jetzt trotzdem erstmal darum kümmern, dass wir hier ein bisschen Stressabbau betreiben. Na komm, Dismas geht erstmal an die Bar. Und versauft da erstmal 1000 Kröten. Posin hockt sich mal in die Spielhalle. Und verzockt ein bisschen Geld von uns. Und Machel oder Machel darf mal ins Bordell. Und ja, macht das, was man in einem Bordell auch macht. Sich da Fleischeslust zu entledigen, hätte ich jetzt gesagt. Aber das ist ja falsch. Sich da Fleischeslust hinzugeben. Genau, macht das mal. Ich will nicht dich. Dich und? Ja gut, mach das. Aber als nächstes benötigen wir dann neue Helden, denn wir haben als aktuell nur noch 3 Helden zur Verfügung, die wir bei der nächsten Mission einsetzen könnten. Und ich würde auch mal sagen, wir erweitern mal unsere Heldenquartiere, weil so haben wir jetzt... Die Welt ist reist. Ambition ist stirring in distant cities. Wir können das nutzen. Weil jetzt haben wir 12 freie Plätze. Und dementsprechend engagieren wir mal die Leute hier. Eine weitere Vestalin. Gefällt mir gut. Nehmen wir es sofort. A sister of battle, pious and unrelenting. Einen Narren kann man immer gebrauchen. Er ist gut geeignet für den Einsatz in der zweiten und dritten Reihe. Jupp, zweite und dritte Reihe. Dementsprechend kommt er hier auch mal mit. He will be laughing still at the end. Und ein Unhold. Unholde sind an sich ganz coole Helden. Das einzige Problem an denen ist, sie verursachen eine ganze Menge Stress bei ihren Kollegen. Aber ich glaube, wir nehmen mal einen trotzdem mit. Und werden ihn dann... And reclusive. This man is more dangerous than he seems. Yep. Er ist wirklich sehr gefährlich, da stimme ich dir zu. Das werden wir uns eventuell bei der nächsten Quest mal kurz angucken. Hier können wir noch mal kurz in die Gilde reingucken. Genau, hier können wir die ganzen Fähigkeiten upgraden. Aber dazu müssten wir erstmal ein bisschen was investieren. Aber das machen wir jetzt momentan noch nicht, da es sich aktuell nicht wirklich lohnt. Und in der Schmiede. The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. In der Schmiede können wir Waffen und Rüstung verbessern. Und selbst da müssen wir erst einmal ein bisschen was von unseren Erbstücken investieren. Aber auch das lohnt sich noch nicht. Ziehen wir doch erstmal los Richtung nächsten Abenteuer. Und ich verspüre irgendwie. Ja. Was verspüre ich denn? Ein Anflug von einem Nieser. Das Problem ist, Vestalinnen, die ich gerne einsetzen wollen würde, kämpfen ungern mit Unholden zusammen, weswegen wir vielleicht mal auf unseren Unhold verzichten werden. Setzen wir eine alternative Truppe zusammen. Moment. Erstmal unsere neue Vestalin. Ich glaube, sie wird sich relativ weit hinten positionieren. Ja gut. Vielleicht sogar ganz hinten. Renault wird ganz vorne uns anführen. Weißt du was? Stelle ich mal ganz hinten hin. Dann setze ich den Narren an Position 3. Und nehme vielleicht noch einen weiteren Nahkämpfer mit. Wobei, ja gut. Nach dieser Mission wird sie definitiv eine Pause brauchen. Und wir nehmen ein kurzes Labyrinth. 90% aller Räume erforschen. Das sollte diese Truppe hier schaffen. Haben wir irgendwelche Gegenstände, die jemand gebrauchen könnte? Für unseren Aussätzigen hier. Nee, du bist ein Unhold, kein Aussätziger. Naja, an sich nur gewöhnlicher Schrott.
den wir nicht benötigen, packen wir doch mal unser Gepäck zusammen. Gut, ich nehme ein zusätzliches Weihwasser mit und zusätzliche Heilkräuter. Ein paar Fackeln, lieber ein paar mehr als ein paar zu wenig. Und gerne auch etwas zu futtern. 12 Einheiten sollten genug sein. Vielleicht ein paar Wundverbände. Schlüssel, wo sind wir unterwegs? In den Ruinen. Oh, komm schon. Wird das alles rückgängig gemacht? Ich hoffe mal, ich habe mein Geld nicht verloren. Darauf habe ich jetzt nämlich nicht geachtet. Na komm, nehmen wir einen Schlüssel mit. Fackeln. Naja, eine zu viel brauche ich nicht. Eine Schaufel. Und eine extra Portion Nahrung. Und ein paar Wundverbände. Das ist irgendetwas, was ich vergessen habe. Sieht nicht danach aus. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Irgendwas fehlt mir. Ah, ein Gegengift. Vielleicht, wenn wir es brauchen. Höchstwahrscheinlich nicht. Los geht's. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Boren. Oh, das wird ein etwas längerer Weg. Naja, nichtsdestotrotz schreiten wir voran. Und da gibt es schon den ersten Stress. Wer von uns kann eigentlich am besten Fallen entschärfen? 70%. Du bist wahrscheinlich nicht. Nein, du bist hier die Schlechteste. Gut, einer von euch beiden sollte Fallen entschärfen. Oh, hallo. Ja, das trifft sich ja wunderbar. Geh mal einen Schritt weiter zurück. Gut, solange wir ausweichen können, ist ja alles in Ordnung. Die können zum Glück noch nicht ausweichen. Und du musst nach vorne. Jetzt ist unser Ritter ganz hinten. Au! Und sie bluten. Und wir bekommen noch eine auf den Deckel. Erstmal die Kampfordnung wiederherstellen. Bevor wir zu viel Schaden nehmen. Ja, wenn die Reihen hier erst einmal durcheinander gewirbelt werden, dann kann man durchaus Probleme bekommen. So. Dann greifen wir doch mal die beiden hier in der Mitte an. Einer blutet von ihnen zumindest. Ja, das sollte ich mir vielleicht noch aufheben, aber ich muss alle drei angreifen. Um maximalen Schaden rauszuholen. Und hier heilen wir erst einmal unseren Narren. Und hoffen einfach mal, dass wir nicht zu viel Schaden nehmen wieder vorne. Oh. Oh oh. Und es wiederholt sich. Jetzt müssen wir wirklich sehr böse einstecken. Schon mal einer weniger. Schalt mir doch mal bitte den da vorne aus. Oh, oh, oh. Wie wär's mal mit Truppheilung? Immerhin bekommt jeder 2 HP zurück. Und da war's nur noch einer. Von da hinten kannst du eigentlich gar nichts ausrichten. So, jetzt ist er wunderbar in Greifreichweite. Und er darf nochmal schießen. Au! So, jetzt kriegen wir ihn klein. Sehr gut. Das zusätzliche Essen sollten wir direkt
an unsere Leute verteilen. Und die eiserne Jungfrau, die können wir höchstwahrscheinlich mit Heilkräutern. Genau, Heilkräuter waren's. Erst einmal einreiben und dann bekommen wir unsere Beute dafür. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Und nochmal ein Kampf. Dann schauen wir mal, ob wir hier wieder rauskommen. Die Truppheilung hat leider nicht ganz so viel gebracht, aber immerhin. Oh, wow, wow, wow. Jetzt wird's schmerzhaft. Unser Narr ist an der Schwelle des Todes. Ein Treffer noch und er ist erledigt. Oh nein. Gut, erstmal heilen. Nur 4. Ein Crit wäre mir da lieber gewesen. Continue the onslaught. Destroy them all. Und jetzt fokussieren sie meinen Heiler. Finde ich nicht gut. Ah, der Klumpen Knochen da unten ist am Bluten. Und Confidence surges as the enemy crumbles. Der ist jetzt auch soweit fertig. Oh oh. Gut. Hier mal bitte eine ordentliche Heilung. Und den zerschneidest du mir bitte in Stücke oder in Scheiben. Da kannst du leider nichts ausrichten. Da musst du erstmal näher rücken. Problem ist jetzt, dass es jetzt gleich am Zug ist. Ach nö, jetzt bist du dran. Heile mal davon ein bisschen Stress. Wir sind wirklich richtig am Ende. Der aber auch. Nein, er kann ausweichen. Jetzt aber nicht mehr. Und die Beute gehört mir. Weihwasser vielleicht? Nein. Heilkräuter? Nein. Nimm einfach. Ah, Ruinenabenteuer, sehr gut. Naja, im nächsten Raum wartet zumindest schon mal kein Kampf auf uns. Und im übernächsten auch nicht. Was haben wir denn hier? 4 Wappen. Kann man doch immer gut gebrauchen. Und rein da. Und da lauert eine Falle auf uns. Da sollten wir aufpassen. Gut gemacht. Habe ich noch Weihwasser übrig? Ja. Und wir bekommen dafür reichlich Beute. Sehr schön. Und dieser Raum sollte auch leer sein. Ist er auch. Ich glaube, ich verteile mal ein bisschen Nahrung. Auch wenn es nicht viel bringt. Damit wir im nächsten Kampf zumindest nicht ganz so anfällig sind. Wir könnten jetzt hier einmal rumgehen. Ich glaube, das machen wir auch. Und da bekommen wir eine neue Fackel. Die nehmen wir natürlich mit. Denn Fackeln brauchen wir eine ganze Menge.
Oh, jetzt rumpelst du mir ernsthaft in eine Falle rein. Traps lie in wait, unsprung and thirsting for blood. Zumindest war dieser Raum hier leer. Haben wir noch Schaufeln? Ja, eine. Also können wir hier weitergehen. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Also an Schaufeln sollte man definitiv nicht sparen. Und ein Raumkampf. Und wir konnten sie nicht überraschen. Welch ein Jammer. Ich glaube, Skelette sind die falschen Gegner für uns hier. Für unsere kleine Truppe hier. Vor allem, weil wir so viel Schaden nehmen. Arbalesten können immer wieder ausweichen. Guckt euch das mal an, wie die immer einfokussen. Ach nö, könntest du bitte einmal treffen? Das wäre doch so wundervoll. Ich weiß nicht, ob wir hier... Au! Und schon wieder an der Schwelle des Todes. Endlich, der große Witz von allen. Da waren es nur noch zwei. Komm, Truppheilung. Aber jeder bekommt nur ein HP dazu. Das ist nicht besonders viel. Einen Leichnam sollten wir zerstören, damit die beiden in Angriffsreichweite rutschen. Unsere Ausweichfähigkeiten waren aber auch schon mal besser. Zumindest in einem meiner anderen Spielstände. Ja, Skelette bluten nun mal nicht. Komm mal näher. Dich hauen wir jetzt mal aus den Latschen. Und unsere Barbarin ist auch an der Schwelle des Todes angelangt. Nun gut. Bei diesem Kampf konnten wir noch für uns entscheiden. Seize this momentum. Push on to the task's end. Den Schlüssel setze ich mal direkt hier ein. Und das hat keine Wirkung, weil die Kiste bereits offen ist. Und wir bekommen einen Schlüssel zurück. Gut. Hier mal eine Kleinigkeit futtern. Das wird noch richtig knapp hier. Mal hier nach oben. So, und wir haben nur noch ein einziges Lebensmittel. Aber dafür jede Menge Gold. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Hier hätten wir noch einen Kampf und eine Kuriosität. Vielleicht wäre es klüger, dem Kampf mal ausnahmsweise aus dem Weg zu gehen. Das machen wir auch, weil wir sind so stark angeschlagen. Ein weiterer Kampf könnte jemanden von uns töten. Und das wollen wir nicht. Oh, Bücher. Das Wissen darin verändert deinen Helden? Ruinendieb. Was bringt mir das? Plus 10% Chancen auf Erkunden in Ruinen. Ist ja auch nicht verkehrt. Da auf dem Boden liegt eine Falle. Oh, wir haben sie ausgelöst. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Und wir haben nichts mehr zu essen für dich.
Naja, ich glaube, wir können diese Mission jetzt hier beenden. Da brauchen wir gar nicht erst weitergehen. Wenn da jetzt noch ein Kampf auf uns lauert, haben wir definitiv einen Toten und das will ich nicht riskieren. Gehen wir zurück ins Dorf. The great ruins belong to us. And we will find whatever secrets they hold. Ja doch. Damit können wir halbwegs zufrieden sein. Es hätte mehr sein können, hätten wir alles absuchen können. Und wenn man solche kleinen Problemchen hat. Tödlich. Plus 1 Crit. Sehr schön. Dämonmanie. Glaub daran, von Dämonen besiegt zu sein. Ja, du bist ja auch ein Narr. Also verhalte dich ruhig wie einer. Can you feel it? The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Und Pusin hat sich einen neuen Tick zugelegt. Und zwar, er möchte nur noch Glücksspiel machen. Und das ist die einzigste Möglichkeit, damit er Stress abbauen kann. Nun gut, schicken wir unsere Leute mal ins Kloster. Verbessern wir aber hier erst einmal den Kreuzgang für den Stressabbau. Ja gut, das wirkt sich schon aus. Gut, du bräuchtest auch mal ein bisschen Entspannung. Verbessern wir auch die Gebetshallen. Claiming communion with the divine. Madness. Und beim Rest geht es ja eigentlich noch so einigermaßen. Wir brauchen nicht mehr Geld verschwenden, als wir hier nicht haben. Und wir haben die Waldläuferin freigeschaltet. In wild places. She is a stalwart survivor and a strict instructor. Hier können wir unsere Lagerfähigkeiten ausbauen. Und wir haben den Nomadenwagen freigeschaltet. Trinkets and charms gathered from all the forgotten corners of the earth. Hier können wir neue Artefakte für unsere Helden kaufen. Ach, die sind teilweise immer so teuer. Das brauchen wir nicht. Und wir haben noch das Sanitarium freigeschaltet. Hier können wir unsere Leute von Ticks befreien und unsere Leute ebenfalls von Krankheiten heilen, falls die sich irgendwelche einfangen sollten. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.